Hallo Christoph, ich habe dir ja schon in deinen Kommentaren geschrieben, dass mich das Video von deinem Fetti inspiriert hat und dass ich das abgekupfert habe. Jetzt wolltest du mal einen Blick drauf werfen auf mein Fetti. Da habe ich mir gedacht, bringe ich mal eben eine Videoantwort. Da ist mein Fetti. Und da werden wir jetzt gleich nochmal einen genaueren Blick reinwerfen. Dann wollen wir mal reingucken. Also, was ich hier drin habe, ist erstmal ein Multitool. Normales kleines Feuerzeug, eine Taschenlampe, nichts Besonderes. Etwas Paracord und dann in der Tasche jede Menge Notfallkram, Latexhandschuhe. Verbandspäckchen, Dreieckstuch, Schmerztabletten, Fixierbinde, ein paar Pflaster, Desinfektionstücher für die Hände, eine Rettungsdecke und ein paar Tempos. Auf der anderen Seite habe ich zwei Leuchtstäbe, ein Feuerstahl, ein paar Wattepads in Wachs getränkt. Ein Messer, nichts Besonderes. Hier auch etwas, um ein bisschen Geld reinzutun. Noch ein Karabinerhaken für alle Fälle. Ein kleiner Block, ein paar Haftnotizen, Bleistift, Kugelschreiber, ein paar Büroklammern, falls ich mal irgendwo keinen Schlüssel habe. Und zur Sicherheit noch zwei Sicherheitsnadeln. Das ist alles. Ziemlich viel, vielleicht vieles unnütz. Schreibt mir in die Kommentare, was ihr ändern würdet, oder du, Christoph, auch. Ich habe es nicht immer im Rucksack, ich habe es meistens im Auto hinter die Sonnenblende geklemmt. Aber es ist schön, wenn man es dabei hat. Bis dann.